So, willkommen, hallo, buenos dias, dobry dzień und so weiter. Stresstest, OSB und Bugtesting ist heute angesagt. Gucken wir mal ein bisschen uns um und schreiben uns ein paar Bugs auf, die wir so finden. All the English speaking viewers, this is a GTA 5 roleplay server. This is my character. For testing. At this time, we don't play roleplay, we testing for bugs. The first thing I check is check in a hotel. What? Stop. Stop the engine. How much money? $1,600. Können wir ein Smartphone ausrüsten? Okay. Kann ich die SIM-Karte auch ausrüsten? Nee, kann ich nicht. So, jetzt haben wir ein Smartphone mit SIM-Karte, okay. Okidoki. No! Damn it! Okay. Hallo. Preisliste. $1,000. Uff. Das ist aber teuer. Okay, Screenshot. This is a bug. My bed without a reservation. I don't have access to the
Booms. Nope. Nope. Okay. Okay. Jetzt suchen wir uns mal einen Shop und gucken mal wegen Einkaufen. Wow. Wo haben wir hier einen Shop? Ich tippe mal hier hinten. Der wird offen haben. Moment. Der war da. Mal ATM mal checken. Servicemenü nicht verfügbar. Ist staatlichen Konten vorbehalten, okay. Ist es Notsignal senden. Komm hier nicht mehr raus mit. Okay. Wenn ich ein Dispatch sende, kommt denn die Polizei? Backbutton. Don't work. Schreibe ich mir auf. ATM. Backtaste. Sonst Bett. Speichern. Okay, dann senden wir noch ein Dispatch, statt wir hier wieder rauskommen. Geht leider nicht anders. Können wir hier irgendwas kaufen? Okay, Server ist noch da. Hier reagiert nichts. Donuts. Geht auch nichts. Haben sie vielleicht auch geschrieben, habe ich nicht gelesen. Wer weiß, wer weiß. Kaffeeautomat geht auch nicht. Weil das gibt ja so viel zu testen. Da ist ein Sheriff's Department, okay. Central Park. Skatepark,
Hospital. Fire Department. City Administration. Police. Können wir mal zum Gefängnis fahren. Come on, 6604, welcome. Hello. Okay. Alternativer Weg. Ach nee, nicht Tee. Kommt man hier rein? Sieht so aus, ne? Schon cool, wenn ein Automat gehen würde, aber geht leider noch nicht. Erik, willkommen. Hallo. How are you doing? Wo geht's hier denn hin? Achso. Da ist auch zu. Toilette müsste eigentlich offen sein. Nee, jetzt zu. Okay, wir machen erstmal hier ein Foto. Da ein Foto. Cassandra, hello, willkommen. Auf, gibt's ja gar nicht.
komme ich auch nicht rein. Hier komme ich rein. Hier, Testing the Roleplay Server. If I found, find bugs. It's not really a game. Based on GTA 5. Finding bugs and glitches. Das ist bestimmt so ein Besucherzimmer hier. Aha, aha. On the normal GTA, GTA 5, you cannot enter in this buildings. It's modded. So you can roleplay prison. Wasserautomat geht auch noch nicht, okay. Ja, yeah, Erik, because it's modded and mapped from a server team, so they expanding the abilities of GTA 5 for a better roleplay. They found a way to open most of the buildings and mapping the interior. It's, yeah, it's a demo. It's for the server is open for bug testing and glitches finding. Not all buildings are open. I check where I can enter, and when I can enter, I look for glitches and bugs. Ooh. Hmm. T32, das sollte man sehen können. C32, keine Kollision. No collision on door C32. 32. You see? No collision.
Letzter Bug. In Roleplay, wenn du wenn you are the bad guy, for example, you have a chasing with the police, and when the police stops you, you stay and say, yes, I give up, Mr. Cop. Then they can take you on handcuffs and bring you to the prison. Let me look what other commands are possible. Zeigen ist Komma. Nee, zeigen ist nicht Komma. Punkt ist auch nicht. O ist hinsetzen. Attila, willkommen. You don't do that. But it's roleplay. You play with other people. So, it's not okay when you are the bad guy and always win. Look, so you can sit somewhere and talk to other peoples and later you can play animations, dancing for example, or when you in this area you can do push-ups and play that you train. EOL, willkommen. Maybe I play later World of Tanks. But for now, as long as the server is online, I do a testing round, finding bugs, searching for glitches. Ich muss jetzt bloß erstmal wieder rausfinden hier. Hier? Oh oh. Damn it. Found a glitch. Is this this door? Oh, yes, yes. Damn it. For example, this is also a bug. The door has no collision. You can run through it and fall under the web. And all the bugs should be fixed when the server starts with real roleplay. So kann man leicht ausbrechen. Hallo, Lokutus. Das wird alles noch gefixt. Ihr werdet nicht ausbrechen können, ihr Schwerkriminellen. Look, guys, they mapped the interior of the prison. It's not in GTA 5, so it's in expansion.
kommt man hier wieder raus. Ach, das ist ja bloß dieser äußere Ring. Verdammt. It's so big. I don't know where I am. It's not opens. This also not opens. Aber Lokutus, ich glaube, diese Scheinwerfer hier, wenn das denn dunkel wird, dann gehen die Scheinwerfer an und leuchten hier. Ich glaube, ich kann jetzt hier. Wir können probieren. So. The time don't work. Naja, zum Testen jetzt dachte ich, das ist noch nicht an Admin-Command gebunden und so. Könnte ja sein, ne? Dass wir jetzt zum Testen alle Kommandos für jeden zugänglich haben. Versuch was wert. Okay. Bin ich jetzt echt hier dran hängen geblieben? Okay. Help! I'm a prisoner, let me out! Moment. We can do funny things. Let me look. Prisoner. Get outfit. Nope. Prison outfit, this is it. I'm a prisoner. Nope, Eric, I have GTA 2 times and it's only a roleplay server. So it's running on a private server. It's not exactly a game, it's GTA 5. But an expanded GTA 5. Let me get a medical outfit. Get outfit. This. Anfangsoutfit, sterile Kleidung, dunkelblau. Hi, I'm the doctor. Okay.
Können wir denn noch für schöne Sachen machen? Hesse mit Klamotten? Okay. Meriwether. Okay. Autsch. Aua. Au. Au, au, au. Fight me. Willkommen. Okay. Where I am? I have no idea. Er muss zum Arzt zuerst. Ach. Das ist gut so. Hat es bestimmt ein Frauenauto, damit es nicht so schnell abwürgen kannst und so. Aua! Damn it. One way. Können wir hier reingehen? Ist es open? Jetzt? Yes. Cool. We can test the revive function. I'm sure that is deadly. Letzte Info, ohnmächtig geworden. Ah, okay. Hm.
Kann ich mich umziehen, wenn ich ohnmächtig bin? Nee. Okay. A bit ugly. Ist also blatt. Okay. Aber Mr. Locutus, du hast recht, wir fahren mal zum ACLS. One second. First we start a giveaway on Zeta. Then. Einstellungen. Kamera. Höhe der Fahrzeugkamera hoch. No, I'm not a good driver, Erik. I play with keyboard. Let me give you your coin buff. Monsetta, loading. Coin buff, there. Ich gucke immer nach hinten, aber da könnte ja kaum einer kommen. Weiß gar nicht. 9 Leute auf dem Server. It's all for testing, Erik. I can spawn the car whatever I want. This will be my job when the server starts. I work on Automobile Club Los Santos, ACLS. In original GTA 5, this is a bus station. They modded a repair station in. Seid ihr mit 9 Leute am Testen? Ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht genau. Also wo ich connected bin, waren wir zu 9. Und am Freitag, glaube ich, waren wir knapp 100. Weiß gar nicht. Geht Tuning hier? Nee, ne? Wir holen uns nochmal ein Auto. Aua.
Wow. Geh doch mal an die Seite. An welche Seite, Eisbär? Wie meinst du? Schreib mal, wie du das meinst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier erst irgendwie in Dienst gehen muss oder so. Geht hier irgendwas? Ist bestimmt alles noch abgeschalten. Ach so, so meinst du das? Ja, aber in der Sekunde, wo ich das Kommando absende, spawnt das Auto. Da kann ich nicht zur Seite gehen. All this is modded. It's not in GTA 5. So objects, yes, but not here. In original GTA 5, this building has no interior. King Käfte. Wie kann ich das so reparieren? Muss ich da in die Werkstatt reinfahren? Bestimmt, ne? Ich weiß ja nicht. Springen im selben Moment, okay. Kann ich mal testen. In die Werkstatt, okay. Ach so, okay, mit E, Diagnose. Fahrzeug wird diagnostiziert, dauert ca. 30 Sekunden. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm, das Auto spawnen ist ja bloß zum Testen. Wenn der Server läuft später, dann Fahrzeugdiagnose abgeschlossen. Okay. Fahrzeugwartung ist nicht nötig. Fahrzeug reparieren nicht nötig. Da haben wir gleich das nächste. Wo ist meine Textdatei? Menü. Reparatur geht nicht zu mit Back-Taste. Weil wenn keins der beiden hier auswählen kannst, kannst du auch mit der Zurück-Taste nicht das Menü schließen. Also können es ein bisschen kaputt machen. Vielleicht geht das Menü denn weg. Nicht nötig, nicht nötig. Entfernen? Haben die nicht immer gesagt Zurücktaste? Verdammt. Okay. Okay.
Jetzt ist zumindest die Scheibe kaputt. Diagnose. Vielleicht habe ich meine Bibel auch nicht genug gelesen. Kann es sein, dass hier mein System gerade GPU 100% ausgelastet? Was ist denn hier los? Das ist nicht normal. Hier. Eine RTX 2080. 100% ausgelastet. Als Kürze geben. Wir haben auch kein fressendes Programm an irgendwie. Starten wir mal neu. Wo haben wir das hier? Und wie? Und wie? Das ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Sonst ist die Grafikkarte, wie sehe ich, bei 60 oder 70%. Ich habe hier nämlich bei meinem OBS schon gesehen, 234 ausgelassene Frames. Hey, Maxi Begu, willkommen. Ich habe noch eine Idee. Können die auf 360p Transcodete runterschalten? Hier sind wir ja schon bei 160p, glaube ich. Ja. Okay. Aber jetzt sollte die Grafikkarte eigentlich nicht wirklich stören. So, 7 Leute sind auf dem Testserver. Da schon wieder. Sobald ich hier am ACLS einlogge, bin ich auf 100% Systemleistung. Und ich habe meine FPS begrenzt auf 60. What the fuck? Wir nehmen die mal raus, die Begrenzung. Geht auf 70. Und immer noch 100%. Das ist ja komisch. Wenn ich den auf 50 begrenze. Ist das echt so schlimm hier? Die ganzen Sachen, die hier geladen werden. Wundert mich aber schon.
Moment, das sieht man ein bisschen schlecht, ne? Wir schieben das mal ein bisschen runter. Da seht ihr das? Jetzt stehe ich hier draußen und habe 50% GPU-Auslastung. Ne, seht ihr nicht. Ah, ihr habt einen anderen Bildschirm. Moment. Spielaufnahme, da ist es wieder. Da, ich stehe jetzt hier draußen, habe 50% GPU-Auslastung. Wenn ich hier reingehe, bin ich bei 90. Das ist aber ein ganz schön krasser Schritt, ne? Ich setze mal einen Streammarker, dass man das vielleicht auch irgendwie reporten kann. Das an den Items liegt, die hier drin sind. Krass. Wunderte mich schon, dass auf dem Stream das so ruckelig aussieht. Können wir noch eine Verlosung machen? Eine Crate. Hey, wake up! Carspec, Whitey, willkommen. Das ist schon krass. Hier drin hat man 90% Systemleistung, wenn ihr mal oben auf die GPU schaut. Oben links, ne? Jetzt fahre ich mal raus aus dem Gebäude. Bin ich bei 57. 61. Das ist schon ein bisschen krass. Also Reparatur funktioniert. Zeigt auch einzeln an. Wir können ja mal Tuning angucken. Ich glaube, das Benny ist für Tuning da. Müssen wir erstmal gucken, wo wir zum Bennys kommen. War doch hier hinten irgendwo. Wow. Huch. Was ist denn hier? Ja, nice. Oh oh. Gut. Wow. Ja, ja. Schon. Aber jetzt habe ich ein Problem. Vielleicht funktioniert das irgendwie. Nope. Wo hänge ich in der Endlosscheife natürlich fest? Um.
Wir schreiben uns auf. Auto Ben leer, Klammern Bennys, Ecke fehlen, Kollisionen am Boden. Los, wie komme ich jetzt wieder auf eine gute Position? TP gibt's nicht im Command. Wir blättern noch ein bisschen in der Bibel. Sakara, hallo, willkommen. Ich probiere mal mit Neustart. In dem Moment, wenn Alt F4 nicht funktioniert, ne? Okay, wir gehen in den Task Manager und sagen Task beenden. Alt V Exe neu starten. Da haben wir einen Bug gefunden, da hast du recht. Bloß mit ganz viel Pech war es das jetzt, ne? Also wenn ich immer wieder an derselben Position spawne, habe ich keine Chance mehr. Kann mich nicht wegteleportieren. Mal schauen. GG Erik. Congratulations, here you are great. Fünf. Oh oh. Hilfe. Oh. Jetzt geht's wieder. Was ist denn jetzt? Ich traue mich gar nicht hier wegzugehen. Jetzt geht es wieder? Das ist ja merkwürdig. Hier bin ich eben blank gefahren, ne? Das ist ja komisch, jetzt geht das mit mal wieder.
glaube, hier ist kein Tuningplatz. Huch. Sorry, Herr Polizei. Das ist ja komisch. Neben mir gewesen. Okay. Schade, ich dachte, die geht auch auf. So, dann fahren wir mal zu Los Santos Customs. Gucken wir, ob da Tuning geht. Wie oft ich diesen Weg hier schon gefahren bin. Ist das kein Tuningplatz? Oder muss der Motor aus sein? Wir lesen uns das nochmal durch. Candy, welcome. Mike Hawks, also welcome. Insta-Aufnahme. Hey, wake up. Insane, welcome. In einige Werkstätten verfügen über funktionierende Tuningplätze. Das Auto muss auf den Spot gefahren werden, dann drückt ihr E. Vielleicht hier? Nope. Was gibt denn noch für Werkstätten? Troublemaker, hallo. Okay. Am Flughafen. Mastermonk, dankeschön dafür. Hey, wie soll man darauf kommen, ne? Steht ja nicht dabei. Da denkt man, man sitzt denn drinne. Probiere ich aus. Thema am Flughafen. Mal überlegen. Das ist der alte. Wie kommen wir da hin? Kurz überlegen. Hier lang. Nee, eigentlich nicht. Da hast du schon recht.
Hier lang. Ich denke mal, ihr meint diese Werkstatt hier. Aber ganz ehrlich, ich habe harte FPS-Einbrüche bei der originalen ACLS-Werkstatt. So. Okay, der will dich. Probieren wir eine andere. Intermission Rose geht. Ach, die. Ja, ja, ich weiß, wo du meinst. Da fahren wir mal hin. Probieren, probieren. Ja, nicht schlimm. Bugs sind nicht schlimm. Hauptsache, ich hänge nicht in einer endlosen Fehlerloop fest, wo ich nicht mehr rauskomme. Ja, Troublemaker, gebe ich dir recht. ACLS haben die echt cool hingekriegt. Aber ich muss dir sagen, ich habe da echt harte FPS-Probleme und ich habe eine RTX 2080. Also Leute mit einer schlechteren Grafikkarte werden da noch mehr Probleme haben. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir mit dem Tuning fertig sind. Aber ihr seht ja hier, ich habe jetzt so 50 FPS begrenzt und meine Grafikkarte sagt immer so 60% Auslastung. Halt, das ist nicht der Eingang. Nee, weil ich denn schon Streamlag bekommen hatte. Normalerweise würde ich ja auf 60 FPS begrenzen, aber ich hatte dann in der Werkstatt direkt Streamlag gehabt, also dass der Stream schon langsam übertragen wurde. Das ist der Schrottplatz. Ich wüsste jetzt keine andere Werkstatt. Ist doch die hier hinter. Oder meinst du echt den ACLS, den offiziellen? Meine Verletzung ist schlimmer geworden, echt? Fahr mal zum Skatepark, okay? Ich meine, solange wie ich hier draußen noch unterwegs bin, Moment, kann ich ja noch mal die FPS auf 60 setzen. Oder ich nehme die mal komplett raus. Dann seht ihr, was die Grafikkarte eigentlich schafft. So, jetzt habe ich die Begrenzung rausgenommen. Jetzt seht ihr hier 80 FPS. 80, 90 FPS macht meine Grafikkarte und ich habe auch sehr hohe Einstellungen eigentlich. Jetzt limitiere ich die mal auf 60. So. Dann sind wir bei 75%, 77. JDMP, willkommen. So, jetzt bin ich hier am Skatepark. Ludo Man Casino, willkommen, thanks for the follow. So, Master Monk, jetzt stehe ich hier am Skatepark. So,
Du meinst doch diesen Skatepark, ne? Wo könntest du meinen? Also ich könnte mir bloß hier rechts vorstellen, dass du denn den ACLS, den offiziellen, meinst. Oder ist hier noch irgendwo eine Werkstatt? Lass mal überlegen. In der Zeit starte ich auf Twitter mal noch eine Löffel. Nähe vom ACLS? Wo ist hier eine Werkstatt? Ja, ich bin bei Choice V im PS. Erstmal Congratulations, Yang Jihan. GG. Ich bin in dem. Wo ist der hier? Live 2 Channel. Ja, meinetwegen. Wenn du keine schmutzigen Sachen im Stream sagst. Ich hatte mich ja voll muted, damit keiner reinkommt und mich anschreit. In einem Live 2 Channel. Wo ist denn hier eine Werkstatt? Ich sehe ja bloß die Werkstatt. Nee, aber Leute, guckt mal. Ihr seht jetzt oben hier 80% Auslastung, ne? GPU, oben links. So, und jetzt fahre ich mal in den ACLS rein. Hier zum Beispiel. Eo. 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 Hoffe, ich bin nicht zu laut. Nee, nee, alles, alles laut. Ich hoffe mal, ich bin nicht zu laut. Nee, nee, passt. Ja, ist super. Ich war auch gestern und vorgestern unterwegs. Und ich kann mir das echt schlecht merken, da hat auch mich zum ACLS geführt und alles, weil ich da ja dann auch anfange. Das ist in der Nähe vom ACLS. Du hast, wenn du von der Schnellstraße eigentlich runterkommst, kannst du einmal rechts fahren, dann ein Stück geradeaus, hinter hast du eigentlich auf der linken Seite eine riesen Tankstelle, aber geht es nach der Brücke gleich wieder rechts steil runter. Scharfe Linkskurve, das ist da, wo auch die Bahnschranken sind, also die Bahnschranken, sage ich schon, ach, die Schienen. Also ich bin jetzt hier, hier ist doch die Schnellstraße rechte Seite, ne, wo man von der... Ja, ich glaube, du musst jetzt hier rechts rum. Hier rechts rum? Ja, ich glaube jetzt da Richtung, ja genau, rechts müsste das jetzt irgendwo da hinten dann irgendwo dran sein. Mhm. Kumpel ist auch gerade nicht online, sonst hätte ich dir nochmal fragen können. Es geht dann irgendwie... Nee, da fahrst du... Nee, halt, da fahren wir ja wieder raus, ne? Ja. Mhm. Nee, das war noch in der Stadt. Ich dreh mal um. Ja, ja. Nebenbei noch einmal. Der Tankstelle. Was war denn da in der Nähe? Ich habe ewig nicht mehr GTA gezockt. Sind wirklich besser. Ich bin auch schon eine Weile raus, also kenne eigentlich jede Werkstatt hier. Aber Tankstelle? Ach so, warte mal. Hier hinten, wo es Medical Center ist, da ist doch eine Tankstelle. Oder wo das eigentlich immer ist. Hier ist doch eine Tankstelle, ne? Diese hier vielleicht, ne? Ja, hier. Und dann links? Oder was? Irgendwo müsste es dann hier nochmal steil runtergehen und gleich nach links, weil das sind auch in der Nähe so Schienen mit Waggons und alles.
Das Schienen... Du kannst da nur noch runterfahren. Du kommst da gar nicht mehr anders raus. Und das ist die einzige Tuning-Werkstatt, die ich kenne. Jetzt habe ich eine Idee. Ich weiß, wo du meinst. Warte. Ich weiß, wo du meinst. Da ist auf einem anderen Server die Werkstatt gewesen. Ja, genau. Ich will jetzt kein Name-Calling machen. Das muss hier hinten irgendwo sein. Ich weiß, welchen Server du meinst. Ich war ja da hoch. So, hier. Stopp hier. Ja, hier, genau, richtig. Richtig. So, wenn du jetzt da reinfährst, dann musst du gleich dann wieder links und davor stehen bleiben. Hier so oder hier so? Nee, da davor. Genau hier da, so. Wo du eigentlich da reinfährst. Du fährst normalerweise eigentlich dann da rein, um zu lackieren. Und da davor musst du anhalten, wo der Reifen liegt. Ach so. Das muss man ja wissen, ne? Wusste ich auch nicht, das hat, oh Gott, wer hat mir das gesagt, aber auch ein Streamer. Wir haben da vorgestern nur Blödsinn gemacht. So. Und jetzt E drücken. Jetzt E. Motorabstimmung, Bremsen, aha. Turbo, kein Turbo, Turbo-Tuning. Hat er jetzt den Turbo, also, wenn ich es ausgewählt habe? Ja, ne? Ja, müsste glaube ich drin sein. Also ich habe selber noch nicht getunt, aber es war gestern oder vorgestern war das glaube ich ein riesiger Bug. Das hat uns dann jedes Mal Disconnecting gegeben. Aber wie hier Mastermon geschrieben hat, kann es möglich sein, dass die das schon geupdatet haben. Das hört man jetzt leider nicht so wirklich. Das müsste man schalten hören. Dann wüsste man, ob der Turbo drin ist. Ich fahre mal einen Meter. Da würde ich an deiner Stelle mal rausfahren. Dann, genau. Da braucht man ja bloß ein paar Meter fahren, Marvin. Ja, schwer zu sagen. Weil normalerweise, wenn du den Turbo Level 3 einbaust, dann zischt das so komisch. Ja, das war bei uns, aber ich glaube, erst ab Turbo 2 war das, glaube ich, sogar, dass denn dieses kam. Ja. Aber der hat doch gerade eben nur ein Turbo angeboten, ne? Hat der keine zwei drin gehabt? Warte, ich fahr noch mal hin und guck. Mal nochmal aus. Turbo. Und da steht dann bloß Turbo Tuning, siehst du? Warte, ich muss kurz Vollbild machen. Warte ganz kurz. Kein Thema. Turbo-Tuning. Ja, richtig. Klick nochmal an, vielleicht kannst du dann auswählen, weil er konnte normalerweise auswählen. Nee, ist gleich weggegangen. Ja, was kannst du noch tunen? Motorabstimmung, EMS-Verbesserung 4, Bremsen, Rennbremsen. So hat es bei ihm auch ausgeschaut mit dem Turbo. Es kann aber sein, dass es bei dem Auto nicht mehr geht mit dem Tuning. Da würde ich mal ein anderes Auto spawnen. Auspuffanlage. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dunkel. Das sehe ich selber kaum, was hier den Auspuff. Ja, das sieht man echt nicht. Man sieht was verändern, aber wie das jetzt konkret aussieht, ist schwierig, ne? Ja. Ich weiß nur, dass die das so gemacht haben, dass man zwar Enter klicken kann, dann ändert sich das. Aber das endgültig dann nachher zu bestätigen, kommt dann auch nochmal. Echt? Also dann nachher, ja, das musst du dann richtig dann nochmal, genauso wie beim ACLS. Ich habe da mal nachgefragt, wie das ausschaut, weil wenn ich jedes Mal klicke, dann ist es ja schon fast wie gekauft für den Kunden. Also wenn jetzt einer kommt zum ACLS und ich tue jetzt reparieren, dann Nox hat dann gemeint, man muss es separat nochmal bestätigen. Echt? Also ich kriege hier keine Auswahlmöglichkeit. Wir können jetzt Xenon-Lichter reinbauen, können nochmal reingehen. Ich glaube, hier ist das jetzt noch nicht, weil wir ja noch die Fixes suchen eigentlich. Ach so. Ich glaube, da haben sie es noch ausgemacht. Das ist genauso wie das Banksystem oder das Invoice-Chat. Also zum Telefonieren oder Quatschen, das haben die ja auch ausgemacht. Okay, jetzt habe ich das ausgewählt. Aber mit Enter komme ich da nicht weg, mit Entfernen komme ich da wieder raus. Okay. Immer auf Enter. Ja. Immer entfernen. Seitenverkleidung. Ähm.
Ja, an sich funktioniert. Sag mal, was die bei uns gestern nicht so hingehauen hat, ist, wenn du dann nachher da reinfährst, zum Beispiel fürs Lackieren, da hat es uns jedes Mal rausgeschmissen. Und Xenonlicht ist auch drin, siehst du? Also der hat sofort übernommen. Sache. Warte mal, wie kann man ja, gut, ich denke mal, das mit dem richtigen Bestätigen vom Kaufen her, denke ich mal, das wird dann nochmal mit angemacht. Das ist ja jetzt nur für uns, um zu gucken, ja, ob es überhaupt dann klappt oder sowas. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Neon Unterbodenbeleuchtung ist cool. Hat doch funktioniert. Hoff mal, dass es dich jetzt nicht raushaut beim Lackieren. Dann probieren wir. Abschleifen Stufe 1. Bei uns hat es ab der Stufe, auf Stufe 2, glaube ich, hat es uns rausgehauen. Fahrzeug wird abgeschliffen. Dauert ca. 30 Sekunden. Ja, da wäre so ein kleiner Balken nicht schlecht. Ja, das wäre echt super. Dass man noch sieht, wie lange es ungefähr noch dauert, ne? Ja, also vorgestern zum Beispiel standen wir auch beim ACLS und da wollten wir dann auch, wir haben ja unsere Karre richtig demoliert und da standen wir ja dann da und haben wir geguckt. Die Analyse hat schon 30 Sekunden gedauert und bei den anderen kam nach 5 Sekunden, die Analyse ist fertig und bei mir kam es nach einer Minute erst, ne, dass okay, die Analyse fertig ist. Abschleifen Stufe 1. Okay, muss man mehrere Stufen abschleifen? Ja, ich glaube 2 oder 3 Stufen oder 4 sogar gibt's. Gehst du dann nachher runter bis zur Grundierung, also bis zum Grund von der Karre. Erstmal den Lack abspachteln. Ich muss auch noch ein paar Sounds noch mal raussuchen. Da habe ich von ACLS aber noch nicht alles. Muss mal gucken, wo habe ich denn das hier oben? Soundboard. Oh, das ist schon heller geworden. Jetzt ist heller, ja. No File, Schuss File. Ich glaube, das geht noch zweimal. Warte mal kurz, ich kann mal kurz hier in dem Ordner Soundbytes. Der Spachtel habe ich jetzt natürlich nicht. Nee, aber es gibt sowas wie, da habe ich eine Seite gefunden. Ich müsste noch mal gucken, ob ich sie finde. Dann könnte ich sie dir geben. Da kriegst du eins, das nennt sich Schleifen. Das hört sich dann wirklich auch so danach an. Ich habe bloß das hier gerade gefunden. Also wenn du damit abschleifst, dann würde ich Angst kriegen, gell? Das ist halt ein pneumatischer Schleifer, ne? Ja, Abschleifen Stufe 3. Probieren wir mal. Ja, wenn man dann die Animation noch macht, dann geht man rum, ne, und macht dann vielleicht noch einen Sound. Dann kriegt man ja alles hin. Ja, ich müsste auch noch mal das andere, weil ich kriege das über VoiceMeter, kriege ich das nicht hin, eingespeist, dass der danach meine Sounds übernimmt. Das heißt, ich muss über den TS noch mal das andere runterladen und dann noch mal das einpflegen. RP Soundboard, ja. Das ist gar nicht so schlecht. Muss ich aber dann noch machen. Ich muss noch mal gucken, wie das ging. Weil Musik mache ich über VoiceMeter dann. Microphone muted. Wagin Jam, willkommen. Microphone activated. So, jetzt habe ich abgeschliffen. Jetzt kann ich hier Primärfarbe. Metallic. Mache ich jetzt eine Maus, okay. Sagen wir Gelb. Dann wieder entfernen, dann komme ich raus, okay. Sonderlackierung, Dachlackierung. Bei dem ist wahrscheinlich gar kein Dach vorgesehen oder so, so direkt. Nee. Aber okay. Ich glaub, das muss also scheint zu funktionieren mit dem Lackieren. Also ich konnte abschleifen ohne Crash. Ich meine, ist ja, so viel kann man alles gar nicht als Team testen, ne? Wenn man so viele verschiedene Leute jetzt auf den Server holt. Und wie kriegst du ja gar nicht getestet? Auf so eine Ideen kommen ja nicht alle. Nee, ist richtig. Also, vorgestern habe ich, glaube ich, schon 20 Bugs hochgeladen bei denen und gestern habe ich auch nochmal 5 hochgeladen. Und der auf Server. Schlag, weil ich habe mir beide gesammelt halt. Ja, der Server ist ja auch in einer Tour gecrasht und das ist ja auch wichtig, dass diese Sachen gefunden werden, ne, und gefixt wird. Weil ich meine, die wären richtig online gegangen. Das wäre dann echt. Ja, da hätte es viel zu viel Hate gegeben und so. Ja. Und so ist das doch gut. Meinetwegen können sie das jetzt noch 2 Wochen so laufen lassen. Nach und nach finden die Leute die ganzen Bugs und so. Keiner wird gezwungen hier. Die Leute hier, die machen schon fast richtiges RP, die üben ja schon. Aber am Stadtrand brennt es immer. Das ist furchtbar.
Da brennt's immer. Irgendeiner schmeißt ja, da immer seine auch. Kippe hin, ne? Ja, wahrscheinlich. Nee, ich hab nur. Wir waren das heute, glaube ich, bei Discord, habe ich das gelesen, dass, wenn das Feuer zu groß wird und der Rauch auch, dann ist das so wie Buggy, also das ist wie Zeitlupe danach. Also ich denke mal, dass die das dann testen. Woran das liegen kann. Achso, wir können ja nochmal zum ACLS zurückfahren, also irgendwas ist da komisch. Ob das zu viele Objekte sind oder so. Ich krieg da eine 100%ige GPU-Auslastung. Und das ist eigentlich in keinem. Ich hatte da gar keine Auslastung. Ich war ja auch live. Da waren wir auch beim ACLS. Wir haben da auch ein paar Sachen getestet. Also waren zwar ein paar Stellen buggy oder so, oder wo du hängen geblieben bist. Oder es hat irgendwas nicht hinter, aber jetzt eine Auslastung hatte ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn bei meiner Karte? Ich glaube nur auf hoch habe ich eingestellt erst einmal. Nee, aber es ist wirklich zu merken. Du kannst ja mal das Fenster groß machen, du siehst ja jetzt. Ja. Momentan habe ich 77% GPU-Auslastung, ne? Ich kann das auch ein bisschen größer machen. Ja, ich sehe es mit 60 Fraps. So. Und ich drehe mal die Frames ein bisschen runter. Ich begrenze jetzt so 40 FPS, ne? So. Jetzt bin ich auf 40 FPS Limit, habe ich es gedreht. Und du siehst ja 50% GPU-Auslastung. Wenn ich ein bisschen rumdrehe, dann. Kannst du schon bei GTA die Einstellungen aufmachen für die Grafikeinstellung? Das kann ich machen. Würde mich mal interessieren. Eine habe ich ungefähr noch im Kopf, wie ich sie habe. Grafik. So, direkt XL. Ich habe es nämlich auch. Fenstermodus ohne Rahmen. Der hat das runtergestellt. Ich habe zum Beispiel DirectX 10 habe ich da noch drin. Dann bin ich hergegangen, ich habe MSAA, habe ich komplett bei mir aus, weil wenn ich das Ding anhabe, das frisst Leistung, ja. Auch, das frisst wirklich, das habe ich aus, seitdem habe ich gar keine Probleme mehr, gerade vor allem, wenn ich dann streame. Mhm. Und VSync habe ich bei mir auch aus, als Testen. Ja, ich habe ja, bei mir halt erstmal eingestellt. Ich habe ja Fenstermodus an und da der V-Sync, das ich macht. Gar nicht. Ich habe normal. Ich habe normal Vollbild und ich habe auch über OBS habe ich das so eingestellt. Das macht eigentlich, siehst ja, ich habe es jetzt abgeschalten, macht genauso viel. 60% Auslastung, 40 FPS, ne? Wenn ich jetzt MSAA, wenn ich das mal runternehme, würde natürlich hier 46%, ne? Aber was ich dir zeigen wollte, wir sind, sagen wir mal, bei 50. Wir runden mal großzügig auf, sind bei 50% Auslastung, ne? Jo. Und jetzt fahre ich mal in die Box rein. Okay. Immer noch 45, ne? Sagen wir mal glatt 50. Und jetzt fahre ich hier rein. Warte. Ja. Macht er das nicht? Das ist merkwürdig. Jetzt bist du ungefähr bei 44. Runden wir mal auf bei 60. Ich dachte echt dann in dem MSAA. Warte mal, ich drehe das mal wieder auf 8. Wegen, ich hab da noch ein paar Sachen aus. Ich habe auch auf DirectX 10 habe ich nämlich gemacht. Jetzt macht er 94%, okay. Jetzt geht, ja, du rutschst hoch. Siehst du das? Was liegt an dem? Mit Streamlabs oder mit OBS normal? Mit dem OBS normal, wir machen mal auf. Deswegen habe ich MSAA auch aus. Ich glaube, bei allen Spielen habe ich das sogar aus. Ja, das ist aber eine gute Kantenglättung. Also die ist eigentlich besser und... Ich habe ja auch nur eine GeForce GTX, scheiße, was habe ich? 1050 Ti, glaube ich. Ja, und ich habe eine 2080, also die soll sich schon ein bisschen was tun können. Dürfte ja noch nicht mal husten. Hä? Und wenn ich jetzt hier wieder rauslaufe, bin ich bei 38, siehst du das? 41. Tatsache. Und wenn ich wieder reinlaufe, dann... Das müsstest du mal im Discord mitmelden, dass du Probleme hast mit der GPU, sobald du halt unsere Werkstatt betrittst, dass die GPU hochrutscht. Ich meine, das kann sein, weil das so viele Einzelobjekte sind, da er an jedem Objekt natürlich die Kantenglättung anwenden will. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das einzelne Objekte sind oder ob die das so aufgebaut haben, dass es danach hat, dass alles, was du siehst, nur noch ein Objekt ist. Für Ressourcen. Natürlich, wenn ich das MSAA total ausmache, ne, dann könnte ich jetzt auch die FPS wieder höher stellen. Hat er jetzt bei WSX 60 limitiert oder so? Aber ich sehe jetzt keinen Unterschied, ne? Ich sehe jetzt gerade keinen Unterschied. Beweg dich mal ein bisschen.
gucken. 39. Wenn ich mal wieder rauslaufe. Hey, hör. Bleibst du? Gehst du auf? Ja, das habe ich auch schon geschrieben. Das mit dem Rohr ist ein bisschen doof. Naja, wenn man damit umgehen kann. Das liegt echt an der Kantenglättung. Warte mal, ich mache die hier draußen nochmal an. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil sonst habe ich im gesamten Spiel keinen Punkt gehabt, wo ich... geht ja, glaube ich, auf 8 hatte ich das. Ich könnte das eigentlich auch mal testen, um zu gucken, aber ich glaube, dann würde es bei mir auch rumhusten. Jetzt sagt er so 70% und das ist eigentlich in Ordnung, finde ich. Wenn das so, aber wenn ich dann jetzt reinlaufe... Sag mal, wenn das bei zwischen 70 und 80 schon grenzwertig für aber mich. Gucke mal, wenn ich reingehe, bin ich auf 99% und dann habe ich auch selber merke ich, dass das ruckelig wird irgendwie. Du siehst, die FPS gehen schon von 60 runter auf 56 und sieht doch irgendwie stotterig aus. Und OBS lässt so Frames fallen. Okay, was ist, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt nur mal angenommen, dass mit der MSAA so lässt, aber du machst bloß mal DirectX 10. Na, dann muss ich das Spiel neu starten. Bin ich mir fast sicher. Echt? Muss man da? Echt? Ich glaube, da muss ich das Spiel für neu starten. Oder? Ja, Neustart des Spiels erforderlich. Ah, nee, dann. Wir können es ja mal testen. Ich habe eine SSD drin. Das dauert nicht so lange. Achso, starten wir nochmal. Das habe ich jetzt auch bei mir noch nicht so wirklich jetzt getestet, ne? Ja, eigentlich kann die ja auch DirectX 12 und so, die Grafikkarte und Vulkan und alles sowas. Bloß selbst mit dieser Killer-Grafikkarte ist jetzt keine RTX 2080 Ti, ist bloß die normal 2080, ne? Red Dead Redemption zum Beispiel konnte ich auch nicht alles auf Max drehen, da hatte ich dann auch bloß 30 FPS. Das frisst richtig, so das Spiel. Ich habe da auch noch nie so drauf geachtet, also ich war ja auch jetzt ein paar Mal live und habe ein bisschen gezockt, auch gestreamt, um zu gucken, was überhaupt packt, der Rechner. Also bei mir lief es flüssig, vielleicht auf ein paar Renderungen, was ich bei OBS falsch eingestellt habe, okay, aber ansonsten kam auch alles recht gut rüber und gut an. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen gewundert, wo du gesagt hast, dass du mit der FPS so oder mit der GPU vor allem so weit hochrutscht. Aber hast du ja eben gesehen, ne? Und wenn ich dir nochmal zeigen kann... Nee, Moment. Bildschirmaufnahme ist Handspielaufnahme aus. Wenn ich dir erstmal kurz zeigen kann... Ich habe hier, das ist mein Rechner, ne? Und das ist meine CPU. Also mein Stream wird mit CPU gerendert, meine Aufnahme wird mit CPU gerendert, weil der ist halt Power, ne? Der hat richtig Power, 24 Threads, 12 Kerne und so. Der kann eigentlich richtig viel. Deswegen meine Grafikkarte. Warte, ich habe irgendwas. Meine Grafikkarte ist richtig nur fürs Spiel da. Warte, ich habe da, du hast eine 2080. Mhm. Warte, da habe ich mal was gelesen. Gut, ich habe das natürlich angepasst für meine Grafikkarte, logisch, klar. Ich habe ja auch nicht, ich habe gerade mal Intel 7 oder sowas, glaube ich, drin. Und der Typ, wie habe ich das bei mir eingestellt? Warte, muss ich kurz hier gleich machen. Und zwar, jetzt muss ich echt überlegen, wie war denn der Weg nochmal dorthin? Wo ist meine Grafikkarte? Ja, Nvidia Systemsteuerung. Warte, dann bootet. Na, heute noch, danke. Und zwar habe ich das so eingestellt, dass ich fortgeschrittene 3D-Bildeinstellungen verwende. Dann bin ich hergegangen, habe die 3D-Einstellung Verwaltung ein bisschen eingestellt. Und dann bin ich hergegangen, dass der die fürs X-Einstellung nicht von meinem Hauptprozessor nimmt, sondern von meiner Grafikkarte nimmt. Dass der von meiner Grafikkarte, damit ich meinen Prozessor auslasten kann, damit er die Ressourcen alles nämlich hat. Seit ich das umgeschalten habe, dass der voll auf die Grafikkarte zugreift, hat mein Prozessor Luft zum Atmen. Okay. X, irgendwo kann man das einstellen, ja. Ja, wenn du zurück auf den Desktop gehst, hast du unten rechts, wo die Uhr ist, so ein Pfeil, der guckt nach oben. Da hast du ja dann die Nvidia-Einstellung. Da machst du Rechtsklick. Ja, bin ich schon drin.
Mission drin. Genau. Und da unter Surround Physics Config. Mhm. Eins drunter, wo du jetzt gerade bist, nur eins drunter. Und da soll ich dann die RTX 2080 da auswählen? Hab ich, richtig, da habe ich die GeForce angewählt. Aber guter Tipp, spielt dann auf jeden Fall einen Neustart, komplett Neustart in das Spiel. Und Bildeinstellungen, da habe ich die fortgeschrittenen 3D dann genommen. Das steht auf der linken Seite dann der erste Rider dann. Da habe ich auf den Punkt auf Mittel gestellt, genau. Kann ich gar nicht. Und ist das ausgegraut? Doch über. Ja, nee, weil das das ist automatisch dann. Das ist bei du kannst mir genauso, nur das hier, nur wenn du das hier wählst, der dritte, dann kann man hier auf Mittel gehen, ausgeglichen, ne? Richtig, aber ich habe auch Fortschritte gemacht, weil dann kannst du nämlich die Einstellung bei den 3D-Einstellungen verwalten, kannst du dann auch nochmal ein bisschen anpassen, einstellen und dann übernimmt das ziemlich gut. Mhm. Aber das, da bin ich mir halt gut, ich habe zwar von dem Typen von YouTube ein bisschen die Einstellung mit übernommen, klar, natürlich. Es läuft, muss ich ehrlich sagen. Geht eigentlich. Eigentlich schalte ich hier auch immer alles auf anwendungsgesteuert, damit ich das auf der Anwendungsseite alles einstellen kann. Ne? Bei Antistrophenfilterung. Warte, Antistrophenfilterung, da habe ich zum Beispiel Anwendungssteuerung gemacht. Das heißt, das frisst kaum Leistung. Ja, das frisst kaum Leistung. Das kann man noch 16-fach einstellen. Echt? Ja. Die neueren Grafikkarten, die machen das mit links. Aber diese FXAA zum Beispiel ist, glaube ich, die ältere. Das MSAA ist die neuere Version, was ich da angehalten hatte. Ja. Warte mal, das hast du ja hier in GTA auch. Warte mal, mache ich wieder Bildschirmaufnahme, Spielaufnahme an. Man will ja auch ein bisschen Spielspaß haben. So, und hier bei Grafik. Dieses FXAA ist die einfachere, in Anführungszeichen, Kantenglättung und das MSAA ist ein fortschrittlicheres, aber es frisst auch enorm Leistung. Früher, wo ich so eine AMD-Grafikkarte hatte, da konnte ich das kaum auf vierfach laufen lassen. Und jetzt mit der 2080, eigentlich habe ich in der gesamten Stadt mit achtfach keine Probleme gehabt. Bloß hier halt, ne? Das macht da ja auch direkt X10 und... Also dann müsste man, oder du müsstest dann eigentlich im Prinzip dir das notieren. Und sagen, dass du so noch nie Probleme hattest, aber seitdem du jetzt halt in ACLS reingehst und du das auf mal 8 hast, kriegst du eine GPU-Auslastung von was weiß ich wie viel. Hey, gut, du hast das, glaube ich, umgeschalten. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Malik, willkommen, thanks for the follow. Ja, ich meine, jetzt siehst du ja, ich kann auf zweifach gehen, wir können ja mal auf vierfach oder achtfach gehen. Vielleicht liegt das doch an den DirectX. Ja, 99%, siehst du das? Warte. Ja, 99. Also bringt das gar nichts, ob du jetzt auf DirectX 11 bin oder 10. Nee, auch DirectX hat nichts gebracht. Guck mal, und wenn ich jetzt rausgehe, bleibt da auf 97. Was ist das denn? Das hat aber mit dem DirectX zu tun gehabt jetzt. Okay. Interessant. Okay, also wir gehen erstmal bei Grafik wieder auf vierfach zurück. So. Ja. So. Dann macht er auch wieder bloß 60% Auslastung. Und ich spiele am liebsten dann auch auf dem neueren DirectX, weil das sieht dann meistens auch ein bisschen schicker aus. Das braucht jetzt zwar einen Neustart, hey, aber das ist jetzt nicht so wild. Okay, mal schnell mal neu starten. Bei mir. Sollte deine Grafikkarte eigentlich auch machen, wenn das eine 10 irgendwas ist, sollte die halt auch locker können. 1050 Ti. Ja. Und ich glaube, da ist gar nicht so ein großer FPS-Unterschied. Teste mal ruhig. Einige Shader sehen dann besser aus und so und einige Lichtreflektionen und sowas alles, ne? Also mit einem besseren Dir. Ja, gut, ich habe halt mehr nach Bugs gesucht, als ja. Solche Einstellungen halt gemacht. Klar, man will ja auch irgendwo ein bisschen Spielspaß danach halt auch für sich haben und für den Zuschauer beim Stream natürlich auch. Genau. Was hast du jetzt gesagt? Willkommen. Kann ich ruhig auf 16 mal hoch willkommen. Ne? Thanks for the follow. Diese anisopische Filterung, ja, wenn die auf 16 stellen kannst, das sollte eigentlich kaum FPS beeinflussen. Also wenn, dann höchstens 2-3 FPS weniger machen.
Und das Anti-Aliasing FXAA in der 3D-Einstellung auslassen oder kann ich die trotzdem anmachen? Das musst man testen, das weiß ich jetzt nicht genau. Die meisten Sachen stelle ich am liebsten immer in GTA ein, deswegen lasse ich die NVIDIA-Einstellungen auf anwendungsgesteuert. Dieses Anti-Aliasing, das kannst du nämlich auch in GTA einstellen auf 16-fach. Und du wirst feststellen, du hast da kaum Probleme. Das ist richtig. So, warte, da muss ich jetzt aber bei dir hier weg, also dein Stream weg. GG. Nee, Stream will ich ja natürlich bleiben. Jetzt muss ich mal GTA starten. 500 Points. Spannend. Ja, wenn ich gemutet bin, dann rede ich mit dem Stream, ne? Das ist nichts Persönliches, da muss ich dich nicht mit voll quatschen. Nee, hey, alles gut, ach, das ist alles gut, nicht so schlimm. So. Jetzt, wenn ich... Krieg das eh nicht mit, weil ich habe dich eh auf Stumm geschalten, auf Google Chrome, sonst schaue ich mich ja selber und das irritiert mich dann beim Quatschen. Jetzt habe ich eh erstmal kurz alles ausgemacht. Wenn du gucken kannst, dann kannst du ja mal schauen, wenn du dieses Programm hier hast. Warte. Oh, öffne mir doch mal. MSI Afterburner. MSI Afterburner. Ach ja, mit der Temperatur, wo man alles einstellen kann. Genau. Richtig? Und wenn du das hast, das hat noch ein Zusatzprogramm, das nennt sich Reaper Tuner. Dieses hier. Und da kann man... Warte, ich muss schön Google Chrome öffnen. Moment. Da kann man das alles richtig einstellen, wo die FPS angezeigt werden sollen. Da kann man noch die Framerate limitieren, damit deine Grafikkarte noch Luft hat. Weil wenn die Grafikkarte 100% ausgelastet ist, dann lässt du auch beim Stream Frames fallen. Dann hat dein OBS möglicherweise auch zu wenig Leistung zur Verfügung, um ordentlich zu streamen. Deswegen limitiere ich meine Grafik auf 60 FPS, damit dein OBS... noch ein bisschen was abkriegt von der Rechenleistung. Weil das war mit dabei, das Reaper-Turner hier bei. Das installiert sich eigentlich mit. Das ist so ein blaues Symbol. Warte mal. Weil ich hatte Afterburner drauf. Ja. Aber wo ich das drauf hatte, hatte ich nur noch Probleme gekriegt. Und als ich das wieder deinstalliert habe, lief wieder alles flüssig. Hm. Ohne Probleme. Du kannst denn hier entweder unter Settings, kann man denn sagen, Überwachung. Und bei Überwachung, wenn du GPU-Auslastung zum Beispiel anklickst, dann macht man den Haken im On-Screen-Display anzeigen. Text. Und dann bei FPS irgendwo hier unten Framerate in On-Screen-Display auch den Haken rein. Und dann übernimmt er das hier in diesem Reaper-Tuner. Und dann muss man natürlich sagen, Start mit Windows, On-Screen-Display Show. Und kann das entweder global für alle Spiele festlegen. Oder halt für die einzelnen Programme. Und da kann man dann sagen, das hier ist der FPS-Limiter, Framerate-Limit. Und hier kann man dann sagen, wo das erscheinen soll auf dem Bildschirm, die FPS, die Größe festlegen und so. Farbe kann man auch festlegen, wenn man das dann mäßig grün dargestellt haben möchte oder blau. Hier wird das blau dargestellt, sollte eigentlich. Echt noch mal gucken, da müsste ich mich aber schlau machen, weil mit Afterburner kenne ich mich wirklich noch nicht so wirklich gut aus. Es kann sein, dass ich da irgendwas falsch eingestellt hatte, weil du kannst ja ziemlich viel einstellen mit Power Limit und bei mir sah es halt anders aus, ne? Das Afterburner komplett anders. Konnte ja auch Clock irgendwas konnte ich noch prozentual mit einstellen und ja, ich zum Beispiel, wenn ich nicht gerade irgendwie ein 3D-Spiel spiele, habe ich hier das Power Profil 3. Dann aktiviere ich das, dann habe ich mein Power Limit auf 46% gesetzt. Dass die Grafikkarte gar nicht erst in Versuchung kommt, volle Leistung zu nehmen und so. Weil das ja gar nicht wichtig ist. Aber wenn ich dann irgendwelche Spiele spiele, dann setze ich Profil 1 und dann hat er Power Limit 100. Ich könnte noch übertakten, mache ich aber nicht. Und dann kann man mit Apply. Und dann wird das beim nächsten Neustart von Windows auch immer das letzte Power-Profil genommen. Also meistens bin ich auf dem unterwegs und wenn dann Windows neu gestartet ist, dann ist das auch mit den 46%. Denn selbst wenn ich irgendwie eine Anwendung anmache, die 100% frisst von der GPU, dann nimmt die bloß 100 Watt, weil die auf 46% steht. Und wenn, und wenn die auf 100% steht, dann nimmt die 200 Watt, wenn die auf 100% läuft.
Und wenn ich nicht zocke, brauche ich das ja meistens nicht. Und das Programm hier, das ist eigentlich richtig nützlich, finde ich. Weil du einerseits die Frame-Limiter hast und andererseits auch die Anzeige, welche Frames pro Sekunde du hast. Ja. Das ist ganz nützlich, aber naja, musst du sehen. Das heißt, Riva Tuner, das ist eigentlich mit bei. Und wenn nicht, dann musst du den Afterburner hier bei guru3d.com mal runterladen. Das ist so ein... Oh. Finde ich gar nicht schlecht. Das ist gar kein Problem. Das kann ich dann, das kann ich dann nachher auch nochmal machen. Da kann ich auch nochmal ein bisschen rumtesten. Die meisten Programme hier für Fraps und weiß ich, wie die alle heißen, die können bloß anzeigen, die Framerate, aber nicht ein Limit setzen. Und wenn du dem Programm ein Limit setzt, dann ich schieb mal hier meinen, hier zum Beispiel, siehst du ja, meine GPU ist momentan auf 40% ausgelastet. Das heißt, mein OBS hat genug Power übrig, um diesen Stream zu rendern und alles. Und weil die GPU, also die Grafikeinheit, die braucht ja auch ein bisschen, also der OBS braucht auch ein klein bisschen Power von der Grafikeinheit, um diese Game Capture oder Fenster Capture zu machen, weißt du, da braucht er ein bisschen Leistung von der Grafikkarte. Und wenn die schon 100% von GTA ausgelastet wird, dann ist das nicht so gut. Das ist auch wieder logisch, aber deine Grafikkarte oder auch gleichzeitig dein Prozessor, den dürfte es ja noch nicht einmal großartig jucken. Nee, eigentlich tut es das auch nicht, siehst du ja. Ich wundere das bloß, wenn du dann nachher da reingehst beim ACLS, dass es bei dir so ausschlägt. Das liegt an diesem MSAA. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Ich guck mal kurz nochmal. Euer unter Taskmanager und dann... Grafik, wir haben auf mal 4. Ich bin momentan auf mal 4. Jetzt gehe ich mal wieder rein. Ja, das nimmt gar nicht so stark zu. Das mal 8. Doch, nimmt doch stärker zu, siehst du das? Ja, du musst umschalten, ich sehe noch deinen. Ja, nee, aber siehst schon an der Kurve, wie das hochgegangen ist, ne? Ach so, ja. Da oben. Wenn ich hier drinnen mich ein bisschen umgucke, dann geht das auf 70% hoch. Aber es kann auch sein, dass das die ganzen Objekte sind, weil die ja auch gerendert, also angefasst werden, dass er da eine Kantenglättung drauflegt und so, und weil das so viele Objekte sind, dass er damit ein bisschen in Schwierigkeiten kommt. Aber gut zu wissen, dass das dann an dem MSAA 8-fach lag. Aber das ist mal eine gute Idee, jetzt auch mal von dir, für mich, das mal nebenbei als Taskmanager offen zu lassen und da mal zu achten, wenn ich jetzt nur mal kurz in das Spiel reingehe, weil ich muss bei dir aber pausieren, was dann passiert, wenn ich ins Spiel gehe, was dann mit meiner CPU und GPU passiert. Ja, ich habe halt 3 Monitore. Ich kann das denn so ein bisschen überwachen, was ja passiert. Ja gut, ich habe leider nur 2. Leider. So. Halt einen externen Rechner noch. Darüber läuft aber mein Bot. So. Oh, ich muss schon wieder einen neuen Charakter erstellen. Echt jetzt? Ja, musste ich hoch. Deswegen. Dann haben sie es komplett zurückgesetzt. Ach, das scheint egal, wie der ausschaut. Warte mal. Mal einen ganz doofen. Ich habe auch ganz schnell bloß ein paar Werte verändert und. Aber es ist schön, es funktioniert, weil bei mir hat es nämlich nicht so wirklich funktioniert. Ich mache mal einen ganz hässlichen. Guck mal in der Zeit zu einem anderen Shop vorbei. Oh, wie heißt der? Machen wir mal Dolly. Ist ja egal, ist ja nicht so wild. Aus. Hier kann ich was kaufen, okay. Ich konnte gar nichts kaufen, außer er bringt dir die Anzahl nicht. Ich konnte zum Beispiel gar nichts kaufen. Das ist keine Zahl. Okay. Pylon. Wenn ich darauf gehe und sage ein, kann ich ja sagen. Habe ich den jetzt? Ich habe einen Pylon gekauft.
Das ist gut. Kann auch sein durch den Neustart, dass es jetzt nämlich funktioniert, auch mit dem Einkaufen. Das kann wirklich sein. Ich stelle den mal hier auf. Pylon benutzen. Zack. Eine Textdatei macht mit ein paar wichtigen Sachen. Ach, hier haben wir es doch. Ist der denn jetzt auch richtig fest? Müssen wir mal testen. Kann man sich da totfahren an dem Pylon? Also hat doch funktioniert aufstellen. Siehst du, ich habe hier. Naja, hast gerade aus bestimmt den Stream. Ja, ja, ich habe aus. Ich bin gerade. Oh ja, der ist ja böse, der Pylon. Cool. Also so ein Kegel hier, so ein Straßenkegel, den habe ich gerade gekauft und aufgestellt. Okay, cool. Hey, ja, ich bin gerade vom Flughafen, fahre ich gerade auch raus. Dann Real CR. Willkommen, thanks for the follow. ACLS-Werkstatt und da mal, was dann meine GPU sagt. Ja, außen und innen, ne? Also da teste ruhig mal, ja, ob das hochgeht oder nicht. Aber ich denke, das liegt an der Anzahl der Objekte. Das ist einfach simpel. Die ganzen Objekte sind jeweils als einzelnes Objekt und. Microphone muted. I'm good, Will. How are you? Microphone activated. Nee, die ATMs, die funktionieren wohl nicht. Service-Menü nicht verfügbar. Ob ich hier runter jetzt? War doch in der Nähe vom Kopfrevier, ne? Der Laden jetzt, oder was meinst? Nee, ACLS. Ja, wenn man Richtung Stadt auswärts fährt, da ist doch so ein Busbahnhof. Den haben sie doch umgebaut. Ja, Löscher, Funkgerät, Kopfhörer. Was hat hier also alles gibt? Kaufen wir auch mal einen von. Dann kaufen wir noch ein Funkgerät. Alter, du bist ja richtig viel da am Shoppen, ey. Na klar, muss ja alles testen. Ich will auch das Funkgerät mal ausprobieren. Fernglas. Nehmen wir auch eins mit. Gibt nur noch 8. So, was haben wir noch? Feuerlöscher. Nun, kann ich den Feuerlöscher kaufen oder sind die aus? Den Feuerlöscher lässt er mich nicht. Das ist das Zeichen, wo es blinkt. Was hat er jetzt denn alles gekauft? Testen wir mal. Jetzt habe ich hier ein Funkgerät, okay. Dann haben wir auch ein Fernglas, ein Funkgerät, Kopfhörer. Kann ich gar nicht benutzen. Nee, weil die ja das Ding aushaben. Auch wegen Telefonieren oder sowas, die haben auch das ausgemacht. Also komplett dieses Sold-Ding haben die komplett deaktiviert, weil es Probleme macht. Nee, so ausrüsten dachte ich, kann ich das wenigstens. Ja, ich glaube, das kannst du einmal auf das Zahnrad rüberziehen und ich glaube dann, warte, jetzt muss ich auf die Tastatur gucken. Das komische Symbol neben Y, wo du auch eine Karre anmachst, das ist glaube ich das mit dem Funken. Nee, kann ich nicht rüberziehen. Wenn ich das Funkgerät anfasse, kann ich rüberziehen, aber passiert nichts. Oh. Okay, jetzt bin ich beim ACLS, jetzt bin ich mal gespannt. Vorwechseln. Mal gespannt. Also meine GPU huscht bis jetzt noch nicht. Also meine GPU sagt noch 20%. Jetzt fahre ich mal rein. Also meine GPU, die liegt ungefähr zwischen 29% und 32% meiner Auslastung. Mehr nicht, wenn ich hier drin bin. Wenn ich aussteige. Ja, auch nicht. Also die bleibt bei mir gleich. Also. Und vielleicht.
Aber das Einzige, was natürlich hochgeht als Auslastung, ist meine CPU. Die springt ziemlich hoch. Da liege ich jetzt gerade bei zwischen 64 und 92%. Ja, kommt drauf an, was. Ja, jetzt geht's wieder runter. Ah, nur wenn ich ganz schnelle Bewegungen mache, okay. Auf, ich habe ja. Jetzt gucke ich mal bei mir in der Einstellung von der Grafik. Also Fernglas kann man nicht benutzen. Da muss ich das, glaube ich, wieder neu starten, ne? Wie du. Und irgendwie habe ich auch jetzt momentan ein Problem, Kleidung zu wechseln. Okay. Ich schieße das Spiel mal nochmal ab. Wenn nicht, dass die durch das Update irgendeinen Fehler gemacht haben jetzt. Ja, ich habe ja vorhin Kleidung gewechselt, aber vielleicht hat sich da irgendwas verhaspelt oder so. Kann auch sein, ja. Und das mit dem Komma hier oder zeigen, das funktioniert aber auch nicht, ne? Nee, das ist auch noch aus. Das habe ich auch nachgefragt, wie mit dem Handy, weil dieses, die haben noch nicht alles an. Die wollen erst einmal so viele Bugs und so viele Fehler, wie wir jetzt finden können, in dem jetzigen Zustand. Wenn das behoben ist, dann wollen die dann ein paar Sachen wieder mit dazu machen. Mhm. Um zu gucken, bis dann da so gut wie möglich alles ausgebügelt ist, dass wir dann fast bis zum Ende eigentlich dann kommen. War jetzt so den ihr Plan, was ich auch gut finde. Ja, so wie sie es eigentlich gesagt haben im Stream, dass sie es in mehreren Stufen machen und ja. Ich finde das doch sinnvoll, da noch nicht RP zu verlangen, wenn man da noch schwierige Bugs hat, ne? Kannst ja. Du im RP ja auch nicht erklären, wenn damit mal durch den Boden fällst oder was weiß ich. Richtig, was ich aber wichtig finden würde, ist noch, dass man schon im Game reden kann eigentlich, auch mit dem Funken. Dann hätte man das auch schon richtig gut testen können. Mhm. Aber das ist bestimmt noch, hängt noch an dem Voice-Plugin. Also ich bin da sofort wieder aus dem Ingame-Channel rausgemoved worden. Ja, das Salt, dieses Salt hat ein Riesenproblem. Das tut einfach gewisse Leute muten. Da müsste man dann Rechtsklick drauf machen und dann sagen entmuten. Also das liegt aber an dem Salty. Jetzt zieht er sich auch wieder um. Ganz komisch. Vielleicht mal vorbereiten hier mal selber Klamotten. Mal testen, woran das liegt. Vielleicht geht das jetzt so mit dem Funkgerät. Funkgerät einschalten. Das Funkgerät eingeschaltet. Wo ist das? Gestenkommunikation Primärfunk. Nö. Da macht sich nichts. Haben wir noch den Funkgeräte-Kopfhörer? Können wir den auch noch aufsetzen? Nee. Jetzt muss ich es aber. Kannst du auf den Mülleimer aufziehen, den Kopfhörer? Fernglas, geht das denn? Nee. Fernglas kannst du auch nirgendwo benutzen. Doch. Warte. Das Fernglas hast du ja bei dir im Inventar. Da brauchst du nichts weitermachen. Wie Bertha. E? D musst du, glaube ich, drücken. Wo steht das? Stehen tut es nicht. Das hat mir einer gesagt, wo ich im Stream war, hat mir das einer gesagt. Ah, cool. Ja, funktioniert. Und ich glaube, C oder X, aber ich glaube, X war das, hat er gesagt, ist dann, wenn du ein Nachtsichtgerät hast, kannst du das Nachtsicht dadurch anmachen. Das ist aber nicht schlecht mit dem Fernglas. Wegen Observierung ja, und so. Na, und mit dem Mausrad kannst du sogar ranzoomen. Ja, ja, teste ich gerade. Das funktioniert, cool. Ü ist Funkgerät. Yes. Ach so, primären Funkkanal wählen. Global.
haben wir da noch? Sekundären Funkkanal wählen. Sekundäre Frequenz 1337. Okay. Kopfhörer verwenden. Schließt die Kopfhörer an das Funkgerät an. Okay, also es ist eher meine CPU, wo so rausschießt, aber ich weiß jetzt nicht warum. Jetzt nimmt er auch seine Hand irgendwie an die Schulter. Ich denke mal, ist das für Cops. Also irgendwie ist das invertiert. Also wenn ich die Sprechentaste drücke. Okay. Bist du eigentlich da einkaufen gegangen, wo es an der Karte blinkt? Ja, genau. Okay, das wundert mich, weil da war ich nämlich auch. Da fahre ich da mal hin, um zu gucken, ob das jetzt nämlich geht. Weil aber, bei mir ging das nämlich gar nicht. Vorsicht, hier steht ein Pylon mitten auf der Straße. Den habe ich da hingestellt. Kann man den überhaupt wieder aufheben? Den kann man gar nicht mehr aufheben, oder doch? Aufheben. Super. Lass mal liegen, ich will mal gucken, ob ich drüber fahren kann. Nee, kannst aber du nicht. Kannst du nicht. Echt nicht? Warte, ich stelle den auf die Überholspur. Mein Auto steht ja auf der normalen Spur. Ich stelle den mal hier auf die Überholspur hin. Pylon. So. Warte noch. Noch nicht. Ja. So, jetzt setze ich den hin. Besendamm, willkommen. So, jetzt habe ich den Pylon hingestellt. Okay. Fahr mich doch um. Alter. Bist tot oder was? Nee, das ist so ein Gag. Achso. Aber das ist ja mal. Ja, der ist richtig bisschen, hart, ja. Ne? Aber wenn man also, jetzt 2-3 hinstellen würde, dann würde es richtig die Straße sperren können. Gut, also das sollte man eigentlich sagen. Also man kann da was anderes eigentlich draus machen. Ne? Die Idee ist nicht doof zum Absperren, gerade von ACLS oder sowas oder wie für uns oder normale Bürger, wenn du jetzt einen Unfall hattest, kannst du das so absperren, aber wenn du jetzt nur zu leicht rankommst oder nur streifst, machst du deine ganze Karre kaputt. Kannst du den aufheben? Geh mal ran und drück E. Ja, sieht so aus. Also den kann dann jeder auch wegnehmen. Mal schauen. Jupp. Hast du 40 Dollar gespart. Ja, warte. Ich will mal gucken, ob ich dir... Warte mal, wie geht denn das? Zum Beispiel... Können wir auch handeln? Ja, warte. Und glaube ich, muss auf die. Nee, auf das Zahnrad, glaube ich, muss ich gehen, ne? Nee, dann stellst du ihn hin. Nee, jetzt. Nee, ja, stimmt, richtig. Da stelle ich es wieder hin. Gut. Aber war das. Oh, wie war denn das? Warte. Warte, Auswahlinteraktion war doch N. Ach, N. Dich anklicken und dann kann ich sagen, zum Beispiel Führerschein zeigen. Damit müsste das ja gehen. Spieler etwas geben. Ah, okay. Da war früher schneller wie ich. Hast du gesehen, du was ich dir gegeben? Ein Kleidungsstück erhalten. Ja. Ein Kleidungsstück. Genau. Anfangsoutfit. Habe ich dir nicht ein anderes gegeben? Parade. Was? Merryweather. Ja, irgendwas mit FBI habe ich jetzt noch gekriegt. Ach nee, das habe ich jetzt gerade an. Merryweather, ja genau, warte. Das hier hast du, glaube ich, mir gegeben. Ja, wo das Merryweather draufsteht, ne? Genau. Bonjour. Jetzt versuche ich noch mal. Warte, gebe ich dir mal was? Dann guck mal, mein Funk hier. Ach, hier wenn ich funke, dann packt er sich so an die Schulter. Moment. Ich gebe dir mal. Ach, hier ist das Symbol, genau. So. Kleidungsset. Hier unten. Dankeschön. Bitteschön. Mach noch mal funken. Warte, hier. Muss ein Funkgerät. Ja, muss ein Funkgerät haben und einen Kopfhörer haben, glaube ich. Ja, muss ich. Ich nehme erstmal meinen Kegel. Hast du schon mal geguckt, ob der Bankomat funktioniert eigentlich? Nee, der geht nicht. Ich nehme erstmal meinen Kegel weg, bevor die noch einer klaut. Ja, als Rucksack konnte ich jetzt nicht kaufen. Nee, da springt er sofort aus dem Menü raus. Ne? Und wenn du die Maus hast und nichts mehr machen kannst, musst du einmal entfernen drücken. Dann hast du wieder Möglichkeit. Fernglas ging auch nicht. Doch, Fernglas müsstest du kaufen können. Du musst dann bloß auf die Menge unten rauf, bei Anzahl, und dann blinkt der Cursor und du musst eine 1 drücken. Moment. Entfernen nochmal.
Ich gehe jetzt auf Fernglas. Dann gehst du mit den Pfeiltasten nach unten, bis du bei Anzahl bist. Ich kann nur Enter klicken und dann schmeißt er mich aber aus dem Menü raus. Komplett? Echt? Ja, komplett. Ja, ich kann gar nichts eintippen. Ich sehe nichts, außer meine Maus sehe ich jetzt rumschwören. Ja, und wenn ich auf Entfernen klicke, mach mal eine 1 und dann Enter, vorsichtshalber. Nee, ich kann nur noch Entfernen klicken, das war's. Nee, ich kann immer noch nichts kaufen. Weil wenn ich bei Fernglas Enter drücke, dann steht hier im Lager unendlich übrig, Bargeld, so und so viel, Inventarplatz, Platz für 7 und dann Anzahl, wie viel möchtest du kaufen? Und dann kann ich da 1 eingeben. Jetzt mach ich mal Funkgerät. Nee, selbst bei Funkgerät nicht, da sehe ich bloß meine Maus. Ja, warte, ich gebe dir denn 1. Ich habe gerade noch 1 gekauft. Ja, super. Geld zieht er mir ab, die Sau. Wo haben wir das zweite Funkgerät? Die zeige ich an. Da ist schon mal ein Funkgerät. Habe ich jetzt noch ein Funkgerät? Smartphone. Ach, hier, cool. Ach ja, da ist noch kein Topic drin. Keine Grafik, ne? Aber jetzt habe ich ein zweites Funkgerät gekauft. Er funkt trotzdem, obwohl ich kein Funkgerät habe. Ganz komisch. Ja, du drückst ja neben der Y-Taste, ne? Diesen Pfeil, ja. Ja, die Pfeile, wo nach links, rechts, da zeigen, richtig, aber da macht bei mir gar. Hä? Moment nochmal, Funkgerät. Definitiv. Hups. Auf das Zahnrad machen. Das, ne? Wollte ich aber nicht. Ich bin in Boxershorts. Aus Versehen. Ah, alles gut. Das Funkgerät auf jeden Fall auf das Zahnrad, korrekt? Ja. So, hab ich gemacht. Habe ich wieder nur meine Maus, aber ich sehe immer noch nichts, kein Inventar rein, gar nichts. Wo ich machen kann. Aber dann drück mal Ü. Ü wie akzeptieren. Dann müsste so ein Punktmenü kommen. Jetzt. Und dann wählst einen Kanal aus und ich glaube, ab dann macht er das auch mit der Hand, wenn du dann auf diesen Pfeil drückst. Dass die Hand nach oben geht. Nichts gemacht. Okay, warte, nochmal Ü. Sekundärfunkkanal. Machst du auch irgendeinen, ja. Ja, da machen wir mal 10, 33, was der da gesagt hat. Punkt 33, Enter. Jetzt gucken wir mal. Nein. Abschalten. Nee, da, ich muss jedes Mal auf Entfernen klicken, weil da jetzt mal meine Maus irgendwie. Ist aber kurios bei mir. Bei mir geht schon Ü gar nicht mehr, weil ich kein Funkgerät mehr habe. Ist ja komisch. Also bei mir macht er das gar nicht. Ich kauf mir mal noch ein Funkgerät. Probier mal einen Feuerlöscher zu kaufen. Ja, Feuerlöscher, wo war er hier? Jetzt kann ich auch kein Funkgerät mehr kaufen. Ist ja komisch. Macht er nicht. Geld abziehen tut er, aber. Jetzt kann ich gar nicht mehr kaufen. Ja, warte, da macht er nichts. Ja, ich gebe dir das. Nee, brauchst nicht. Da was geben. Ja, jetzt darf ich dir gar nichts mehr geben, da öffnet mir das auch gar nicht mehr. Nee, vielleicht sind wir auch zu weit auseinander. Ich stehe unmittelbar eigentlich neben dir. Nee. Bei mir war da ein halber Meter Abstand. Jetzt müsste es gehen. Stand er eigentlich unmittelbar? Jo. Also ich sehe zwar meine Maus wieder, ja, aber ich sehe kein Interaktionsmenüfenster, gar nichts. Okay, da muss ich mal das noch fertig machen, das noch mal den sagen, schreiben, das haut irgendwie nicht hin. Ich nehme mal mein Handy irgendwie, Smartphone. Öffnet der mir auch nichts. Das Smartphone musste erstmal auf die
Auf das Zahnrad, ja, genau. Ja. Aber selbst das macht er bei mir nicht mehr. Der öffnet da auch kein Interaktionsmenü, gar nichts mehr. Drück mal H. Aber. Kannst du die Arme noch heben? So. Ja. Okay. Das ist immer der Test, ob der Server noch läuft. Ich guck mal auf F8. Ja, nee, also da ist nichts wegen Disconnect oder sowas. Ich mach mal Alt F4 und dann starte ich nochmal neu. Hey Kinto, willkommen. Wer weiß, woran das wirklich liegt, Microphone activated. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Wie ich das beschreiben sollte, bei den Interaktionsmenü öffnet sich nicht beim Kaufen, beim Funken auch nicht oder Handy auswählen, also wenn du Handy anlegen willst oder sowas. Gestern ging es noch, Handy und dann SIM-Karte und dann konnte ich ja auch SIM-Karte wechseln vornehmen oder sowas. Irgendwas spinnt da, denke ich mal, mit dem Untermenü, weil wenn ich mein Handy auf das Zahnrad ziehe, dann habe ich die Maus, aber sehe kein Menü. Na, so ist es bei mir auch beim Einkaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage Feuerlöscher oder Kabelbinder oder sowas. Und so ist dann bei mir genau. Oder wenn ich einen Funkkanal auswähle zum Beispiel, ist K genau dasselbe Spiel dann. Mhm. Nee, weiß ich. Online. Weiß ich leider auch nicht, was ich da. Ich glaube, das wurde schon ein paar Mal jetzt auch, glaube ich, Discord geschrieben, wenn ich mich nicht. Hier drinnen kann ich auch einen Pylon aufstellen. So, jetzt nochmal. Ü. Primärer Funkkanal. Choice Voice. Dein Funkkanal ist jetzt Choice. Ja, gut. Jetzt macht er auch die Animation, siehst du das? Jetzt macht das. Okay. Oh, jetzt will ich gleich mal gucken. Kann ich jetzt. Moment. Beispiel, was hast du gesagt? Feuerlöscher kaufen. Gut. Hab ich einen Feuerlöscher? Nein, hab ich nicht. Der macht er nicht. Okay, dann gucken wir mal auf Fernglas. Da kommt jemand. Los, Arme hoch. Hilfe. Ja, wenn das gerade geht mit Escape. Aber Rucksack geht auch nicht, ne? Und Fernglas müsste es aber gekauft kriegen. Habe ich zumindest kaufen können. Nee, das, ja, aber ich sehe auch bloß wieder die Maus und das war's dann. Ich kann Enter drücken, wie ich will, nur noch S entfernen und jetzt gucke ich mal. Lässt er nicht zu. Smartphone, mal gucken, kann ich es aktivieren jetzt? Und mein letzter Status ist hier nicht. Auch Create Menü. Also irgendwie will er ein Menü erstellen und das funktioniert wohl nicht. Also wenn du hier auf 8 drückst, dann siehst du das. Ja, ich gucke auch bei Create Menü. Ja, Close Chief. General Inventory, ja, aber der öffnet mir irgendwas nicht. Deswegen verstehe ich das nicht. Dass ich habe eine blöde Vermutung, dass es länger als 4 Wochen alles dauert. Ach, das glaube ich mal nicht. Oh, ich glaube, die machen gerade Serverneustart. Ja, du bist doch gerade weg und ich kann die Arme nicht heben. Ja, andere Dimension. Oh, gut. Nee, wir sind denn halt offline. Ja, ich glaube, die machen gerade Neustart oder fahren gerade komplett runter. Na, ich hoffe doch nicht, ich wollte nur ein bisschen testen. Ja, ich eigentlich auch. Okay, at everyone, wir werden den Stresstest-Server jetzt deaktivieren. Wir haben viele wichtige Infos gesammelt. Und werden in naher Zukunft Discord-Forum über den Ablauf bis zum Start veröffentlichen. Nochmal danke an alle Tester, MFG, Choice, wie Projektabteilung oder Projektleitung. Leider haben es jetzt komplett ausgemacht. Spiele ich jetzt ein anderes Spiel. Schade eigentlich, wirklich schade. Ich hätte ja heute noch ein bisschen getestet. Hm. Das ist aber wahrscheinlich denen noch zukommen wegen dem, aber ich glaube, das ist schon bekannt. Aber ich schätze mal,